Moin Leute, willkommen zurück zu Dave the Diver. Der Tag ist fast schon wieder vorbei und ich kann... Jetzt kann ich wieder lenken, okay. Was machen wir denn noch? Wir können nichts mehr machen eigentlich, außer den Tag zu beenden. Habe ich auf der Farm? Kann ich ja noch umtauschen, dann kommt es erst morgen wieder. Wir checken mal. So, ich hoffe, euch geht's übrigens gut. Was? Drei oder mehr? Erwartet der Menge. Läuft doch. Wahrscheinlich können wir da noch mehr... Oh, ich wollte nicht aufs Boot. Egal. Wahrscheinlich können wir da noch mehr anpflanzen. Auf den Feldern und nicht nur im Wasser dort, wo der Reis wächst. Da, wo der Hanf blüht. Ja, aber Sushi. Immer Sushi verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich das Personal... Also die Ninja ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde sie mal weiter schulen. Sie hat nämlich bald schon wieder Trade. Training. Er hat 39 Charme. Unwiderstehlicher Charme. Charisma wird dauerhaft erhöht. Ah. Sehr geil. So, dann... Menü brauchen wir leider nicht so viel diesmal. Ah, guck mal. Blauflossen. Blauflosse und Blauflosse. Was ist eine Tigergarnele? Der Move ist so geil. Einfach super. So, aber noch Seeengel. Arme kleinen Viecher. Ist gar nicht so viel wert irgendwie. Eisfußgarnele. Ja, was haben wir noch? Langschnäuziges Seepferdchen. Arme Seepferdchen. Aber das steigert sich gar nicht mal so sehr im Geld. Wie weit geht das denn? Level 7. Seekröte. Ah, die Schissbottschnecke. So, dann packen wir die mal auf die Liste, weil die hole ich mir sowieso immer wieder. Mal 10. Die Frage. Soll ich das verkaufen? Die beiden? Die Seeengelkönigin Suppe oder gedämpfter Wolfsaal? Die sind nämlich nur einmalig verfügbar. Und den Seeigel mal rein. Irgendwas, was viel Geld bringt auf jeden Fall. Hier die Chimäre. Nee, komm, den erforsche ich lieber. Dann hole ich mir nächstes Mal mehr davon. Löffelqualle. Ich habe nicht so viel Essig. Oh, die Moräne mal noch mit rein. Und mehr Traubenquallen-Sushi. Alter. Okay. Ich würde mal sagen, das reicht, oder? Ja, das reicht. Oh, wir haben neue Rezepte. Gelbflossen-Thunfisch. Okay. Blauflossen-Thunfisch. Das könnte ich auf jeden Fall nehmen, wenn wir dann den Thunfischtag haben. Das wird richtig geil. Gelbflossen-Thunfisch. Gelbflossen-Thunfisch. Ich habe nämlich mal geguckt, also wenn ich die Sonde upgraden will, kostet das 6500. 6500. Mhm. Okay, na. Die macht das schon mit dem Getränk. Wusch. 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 Bisschen mehr ist ja nie verkehrt, ne? Wusch. Wusch. Mach schon das Bierchen. Wusch. Der war ein bisschen mit im Service. Oh, wir brauchen Wasabi. Oh, ich muss ja jetzt ein bisschen putzen hier. Ach scheiße, wir haben noch viel zu viel übrig. Naja, ich sage, es hat sich nicht so gelohnt. Viel besser, als ich erwartet hatte. Naja, 3000 ist jetzt auch nicht die Welt. Braucht halt mittlerweile echt viel Kohle, ne?
Schade. Schade, schade. Aber gut, das Personal ist ja einmal angeheuert, dann ist es ja die ganze Zeit verfügbar. Finde ich ganz schön. So, wir gehen mal gleich gucken, ob wir Unkraut jäten können. Agrarbericht ist verfügbar. Und warte, nur ein Beitrag hochgeladen. Ja, ich muss jetzt... Das Problem ist halt, die Ausrüstung wird immer teurer. Oh, guck mal. Das ist gar kein Unkraut. So, Farm now. Was haben wir denn? Parasitenschaden 0. Der Reis wächst. Sehr gut. Guck's da. Wunderbares Tiefseefisch-Sushi. Das erste Mal seit langem, dass ich etwas Zeit habe. Macht eine Eco-Watcher. Wir brauchen einen Seestern. Wir brauchen Seegras. Punktete Wurzelmundqualle. Die sind 0 bis 50. Verstehe ich nicht. Fische brauchen wir nicht gucken groß. Nee. Ja, die Fische könnte ich natürlich auch, ne? Aber. So, und ich guck mal ganz kurz, dass ich mir vielleicht noch die Betäubungspistole verbessere. So, da haben wir sie. Violetter Seesch. Ja. So gar nichts mehr angucke. Fragmente brauchen wir nur. Ich habe den Rest schon. Schlangenstern. Normale Fische. Ja. Ja. Ich find's so geil. Auch Seile und Fragmente. Ja gut, Seile ist klar. Ein großes Netz. So, das Betäubungsnagant. 40 Schaden. Ah, ich weiß nicht. Ist schwer. Ist richtig schwer, die richtige Waffe zu wählen. Aber ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal den Schlaffall. Normale Fische sind nach 6 Sekunden betäubt, ja. Was sind normale Fische, ist die Frage. Das ist die Frage. Oh, füllt eine Munition auf und die Stufe der ausgerüsteten Waffe um 1 wird verbessert. Spare ich mir noch auf. So. Auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich jetzt noch einen Thunfisch kriege, weil ich habe hier leider nur eine Sonde. Ja, das ist so doof. Es ist leider echt doof. Ja, und ich gehe nicht direkt runter zu den Seemenschen, weil... Da sitzt er wieder. Ich werde das so ein bisschen aufheben. Mit der Quest mag ich. Schlafen die nicht? Er will nicht einpennen, der blöde Fisch. Das verfolge ich jetzt nicht einfach. Das gibt's doch gar nicht. Ich krieg den nicht. Sehr gut. Hätte die andere Knarre mitnehmen sollen, ich weiß es. Weise. Na egal. Aber ist das Seegras jetzt? Also, das Gras hier wächst viel höher jetzt, die Pflanzen? Was war das denn? Alter, was war das für ein Sound? Sehr gut. War das vollständig? Ja, Teile. Oh. Was ist denn Ihr Problem?
Problem, bitte. Oh. Ah, shit. Aufs Kopf. Ach, die wachsen ja doch. Die wachsen, sag ich. Ist aber keiner davon, ne? Jetzt genommen. Interessant, dass der jetzt. Och. Ich bin gerade total verwirrt. Warum schwimmt die Fische hier rum und das wieder ein Wochen? Aua! Ist aber auch. Der schläft nicht ein, ne? Ich verstehe es nicht. Die Pistole ist voll für den Arsch. Leider. Sauerstoff. Ich will ungern meine Reserve hier verschwenden. Ah, ich bin echt verwirrt. Warum habe ich die Fische noch nicht hier gesehen? Also dieser Schafskopf ist ja die lasse Variante von dem da. Aber irgendwie alles ganz komisch. Ist jetzt erst neu aufgetaucht wahrscheinlich. Oh, das wäre ein Hai. Ist jetzt ein bisschen zu gefährlich mit der Luft, die ich habe. Aber ihr seid's auch nicht, ne? Diese Fische hier. Klein. Die da. Nee. Oh, da ist Luft, sehr schön. Ja, mittlerweile bin ich halt auch schon zu tief für die. Aus der Sonne, du. Ich brauche ich auch nicht. Warte, Glas, brauche ich Glas? Nee. Ich frag mich echt, welche Fische das sein sollen. Das müsste ja auch so Agro-Viecher sein. Weil die hohen Fischbestände sind immer Agro, die man da jagen muss. Bisher waren sie immer aggro, will ich damit sagen. Nicht, dass sie immer aggro sind, aber sie sind ja auch einfach super selten geworden. Wieder so einer. Ja, immer noch, den habe ich ja schon gesehen. So weiter dauern irgendwie. Weil ich davon so viele erledigen muss. Da sind sie ja. Alter. Okay, gestreifte Welse.
Was? Die kleinen Viecher? Eigentlich voll niedlich. Und dann sind die so aggressiv. Ah, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Luft, ne? Okay, dann geht es vielleicht doch etwas schneller, aber die sehen so unscheinbar aus und sind dann wie so ein Schwarm Piranhas, nur nicht ganz so gefährlich. Voll lustig. Ja, also die Betäubung, ganz ehrlich, die ist voll der Rotz, die bringt überhaupt nichts. Die lasse ich jetzt in Zukunft immer weg. Ich finde da jetzt was schneller, was besseres drin. Von den Fischen ist egal, man kann sie sofort einschläfern. Das wäre super. Nicht der ich erst killen. So. Engelchen. Dazu oder was? Gewicht geht nur ein bisschen was. Ich glaube, das Seevolk mache ich dann jetzt nachmittags. Ich will jetzt erstmal richtig schön Sachen sammeln.
überhaupt anschießen? Leider nein. Leider nein. Überhaupt keine Lebensenergie haben, würde ich mich lustig sogar. Wenn ich einfach so erledigen kann. Ach, schade. Ein weites Seepferdchen. Ah, da geht's wieder runter ins Dorf. Ich will halt gerne, wo ist ein Fisch, so eine Chimäre oder sowas. Oder ein Hai. Na toll, jetzt habe ich aber nichts. Keine Munition. Dann Bär und Kacke. Schläft nach Einfall, ist er dann immun oder soll ich das verstehen? Schade. Schade. Das ist ein Skelett hier. Maulhai. Oh, sehr gut. So, brauche ich gar nicht. So, ein bisschen was geht ja noch, ne? Ich will jetzt nicht verrichteter Dinge hier. Pferdchen. Oh, noch ein weites. Ah, Zigarrenhai. Da komm doch her zu mir. Warum schlaft ihr nicht? Ja, du Arsch. Ich verstehe es echt nicht, ne? Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos, leider. Oh, Diamant. Das ist richtig gut.
Hackfisch. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich hochkomme. Was Anständiges. So. Na gut. Wie gesagt, Betäubungspistole voll für den Arsch. Werde ich nicht mehr mitnehmen. Lieber mal ein normales Gewehr mit der Betäubungsmunition. Ja, oder vielleicht die abgegradete Netzwerferknarre da. Das wäre schon vielleicht keine schlechte Idee. Mal gucken. Aber nee, das ist, hat sich als sehr, sehr unpraktisch erwiesen jetzt. So, ich bin schon wieder gepoppt. Und was haben wir Neues? Hat doch schon die Seeengel Stufe 3, oder? Ach, komm mal hier. Also wir sind auf jeden Fall näher an der Vervollständigung mit jedem Schritt. Nicht nur nicht den Schafskopf. Hier der gestreifte Wels. Die sehen sogar mein aus. Die kann ich wahrscheinlich mit der Netzkanone super einfangen. Oh, Giraffenseepferdchen und Igelseepferdchen sind neu. Wir haben noch zwei Stück ganz oben. Eine Stalaktitenhöhle. Gletscherbereich, Hydrothermal, okay, es geht doch noch viel weiter runter. Alles klar, weiß Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Kann ich die? Nee. Aber eine muss ich doch bauen können. Irgendwas... Ja. Wurde auf jeden Fall angezeigt, dass irgendwas baubar ist. Hier. Diese Streifen da, da sieht man es ja. Na egal. Ich habe immer noch keinen Granatwerfer übrigens. Gut. Sehr gut. Blutbauch-Rippenqualle und Rippenqualle. Ah ja. Das war's? Es kann doch nicht sein, dass es so wenig... Das Problem ist halt, das Sniper macht richtig Damage. Richtig Damage. So, wächst, wächst. Sehr gut. Was wollte nochmal der VIP? Der will. Ach ja, der braucht den weißen Reis, ne? Und Thunfisch. Ich weiß halt echt nicht. Außer mit den Minen natürlich, ne? Dieser Minen, mit denen man die Thunfische da gut fangen kann, aber die finde ich ja nicht irgendwie. Hätte ich mir die. Oh nein, hätte ich mir die kaufen können jetzt. Würde ich mich extrem ärgern, leider. Ich kann hier einfach die Thunfische jetzt abknallen mit der. Mit meiner Waffe da. Nee. Sorry, aber Schock ist voll scheiße. Seefisches. Ich muss mir mehr die Augen nach den kleinen Pferdchen machen. Wo seid ihr? Die Tunis. Sitze. Schläfer. Mit der Knarre passt es dann komischerweise auch wieder.
bescheuert. Dann, ja, ja, was? Egal, Seepferdchen. Ist gut. Zu erledigen. Ich weiß ja nicht, aber die haben echt viel Leben anscheinend. Ja? Jetzt haben die wieder so einen dummen Bogen, wo ich so die richtige erwischen kann. Runter, guck, dass ich die Wassermenschen so finde. Mach ich so ein bisschen Quest für die. Ist mir jetzt zu stressig. Oh, da warte, so kann ich. Hat der immer wieder diese komischen Barsche? Schon so angesoftet. Ja. Darauf habe ich gehofft. Oh. Was? Jetzt schon wieder. Der Wal ist wieder da. Oh, die Familie des Buckelwals, den ich vorhin getroffen habe. Soll ich ein Foto machen? Na doch. Au. Alle? Nee, Babybuckelwal. Das Wasser. Ja! Schön. Ein anderer Thunfisch hier. Ja, voll. Kannst du doch erledigen. Aua. Hört mich nicht. Mach ich das jetzt? Ich fahre nie noch.
Feuer farmen. Kinder, das gibt richtig Kohle, wenn ich da das Thunfisch Festival hab. Ich sag's euch. Ja. Hier bin ich fertig. Nächste Waffe. So, dann gehe ich nochmal zu den anderen Thunfischen. Da gibt's ja wieder Muni. Pferdchen. Noch nie gehört. So. Ja, Leute, das wird auf jeden Fall richtig lukrativ, glaube ich. Würde ich überlegen, weil ich bei den paar Billo-Quallen da schon eingenommen habe. War schon sehr geil. Eigentlich ist es auch lustig, diese Tretmühle. Dass du dir eigentlich nur die Sachen sammelst, um Upgrades zu bekommen, die du dann wieder dafür benutzt, um Fische zu fangen. Aber es funktioniert sehr gut. Ja, ich habe gar nicht geschossen. Das Gute ist, der schläft immer wieder ein, wenn ich ihn so. Nicht immer wieder, aber öfter. Wenn ich ihn anschieße. Ich glaube, das mit den Seemenschen machen wir dann nächstes Mal. Ah! Genau durchgeschossen. Baller so sinnlos, alles. So, komm. Lass gucken, was hier noch drin ist. Ich muss ja leider killen die Fische, es geht nicht anders. Sehr gut. Da kann ich jetzt eigentlich schon wieder auftauchen. Das ist so viel Kohle, was wir jetzt gemacht haben. Theoretisch. Aber. Ne, okay, das reicht. Mir reicht das. Mir reicht das voll und ganz. So, dann machen wir noch einen Service. Dann haben wir noch Zeit? Ja, dann gehe ich am nächsten Tag direkt runter zu den Seemenschen. Und da ist was. Gelber Segeldoktorenfischbogen. Ach, oder? Oh, du hast ein Foto von etwas mitgemacht. Kann ich mal sehen? Ein Buckelwal. Was für eine gigantische und zugleich faszinierende Kreatur. Es ist bekannt. Oder er ist bekannt für seine starken Familienbeziehungen. Ich werde es an prominenter Stelle platzieren. Ja. Ja. Verdammt, ich habe die Katze nicht gefüttert. Okay, ich lösche das Spiel kurz und installiere es neu. Ach, verdammt. Die arme Katze hat nichts zu fressen von mir gekriegt. Tut mir sehr leid. Normalerweise mache ich das immer und denke dran, aber... Hab nämlich auch gelesen, es soll was bringen, wenn man die Katzen füttert, die ganze Zeit. Katz, die Katz. Hä, wo ist denn hier was neu? Ja, eins fehlt noch und dann sind die alle nicht weit unten wieder. Ach, das ärgert mich jetzt voll. Naja. Die Parasiten war ja, also da passiert ja nichts, habe ich gesehen, da passt... Passt du soweit. Das Wachstum ist gut vom Reis.
Oh, soll ich noch ein bisschen schulen? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich sie noch schulen will für teuer Geld. Sie ist halt schon echt lohnenswerter, ne? Sie ist halt richtig gut. Service geht extrem. Style, Charm. 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 Noch gehabt, der so krass war. Der hier, ne? El Nino. 2300 kostet der. Ah, ich warte erstmal. Interieur. Nee, lass mal. Da ist aber noch Stühle. Oh, wir haben bald die höchste Bestuhlung, die beste Bestuhlung. Das ist ja alles nur Firlefanz wahrscheinlich, oder? Oh, ein WLAN-Router. Wenn das mal nicht Punkte gibt, ha? Wenn ich sowieso Sachen finde? Nein. Ja, sehr gut. So. Ja, er hat's voll drauf. So. Und verbessern. Laserfisch. Das Ding ist auch nichts wert, so wirklich Stachelrochen. Achter Wels. Der gibt ja überhaupt kein Geld. Ein bisschen sparsam sein mit dem Blaupost und Thunfischen. So. Soll ich so. Ich weiß nicht, soll ich so auf die Liste setzen? Ja, komm. Nur eine erstmal. Risiko. Bisschen dezimieren. Was? Achso, die war ja so ein hohes Level. Hab ich noch was von dem Haifischkopf? Ist er denn? Ja. Riesenmaulhai. Der ist gut. Gibt schon viel Geld. Die Garnelen sind eigentlich so. Oh, oh! Ah, es gibt Kohle. Das müssen wir angewöhnen. Also ich sag ja, es müsste eigentlich eine Option geben, dass man die Gerichte nach Preis sortiert. Finde ich ganz cool. So, machen auf. Oh, die können ja beide Getränke. Oh, das ist nicht nee, das, das teuerste. Oh, Kinder, wir brauchen Wasabi. Die sind so flink, ich muss gar nichts machen. Das ist der Wahnsinn. Geil.
alter Schwede. Ich bin der Biermeister. Alter. Alter. Das war gut. Alter! 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 10.000 fast! 10.000! Jetzt gehe ich als erstes die Katze füttern. Arme Katze! Oh mein Gott. Hoho, der Reis ist schon ausgewachsen. Diese Region ist außergewöhnlich fruchtbar. Komm bei der Farm vorbei. Och, ein Glück, dass wir für den VIP was Schönes haben. Der Reis ist ausgewachsen, du kannst ihn bereits ernten. Das ist ein Nährstoff. Weg mit dem Unkraut. So, so langsam hast du den Bogen beim Ernten raus, was? Ja, aber kann ich direkt nach dem Abernten sofort neuen Reis anpflanzen? Ah, nun ja, der Boden muss sich erst etwas erholen, weißt du? Du musst einen halben Tag warten, dann kannst du wieder Reis anpflanzen. Jedenfalls sollst du den Reis dieser Qualität diesen Regisseur zufriedenstellen. Den soll ich zum Bahnhof bringen, danke Otto. Komm bitte wieder vorbei, um das Land zu bearbeiten. Es wäre schade, wenn die Feldfrüchte Insekten zum Opfer fallen würden. Okay. Hier kann ich halt noch nichts machen, aber ich wette, da kann ich später was anpflanzen. 11.070, alter Schwede. So, jetzt muss ich erstmal leider eine Entscheidung treffen. Was heißt, ich habe sie schon getroffen, aber ich werde jetzt was machen. Leider nämlich, du wirst entlassen, weil du bist nicht so gut. Osten 1.400. Bis bei. Ach nee, ich krieg Geld. So, El Niño wird angeheuert. Was ist das? Ja, El Niño. Er kann reinigen. Ach, Maki hatte ich ja auch. Alter. Ach scheiße, El Niño war ja Service. Egal, dann stell ich Maki ein. Los. Oh! War ich irgendwie ganz durcheinander und hab leider den Falschen gefeuert, egal. Und eigentlich Kyoka, aber ist auch egal. Die Kleine ist richtig gut. Guck mal, sie ist jetzt schon besser als James. So. Personal. Okay, ich weiß nicht, ich spare mir das Geld. Jetzt erstmal, wie gesagt, die Katze füttern. Du kriegst das Hochwertige. Ich hoffe, ich finde noch welches für sie. Süß! Ja! Katze verdient, die süße Katze. Aber eigentlich könnte ich die ganzen Fische ja verkaufen, wenn ich drüber nachdenke. Nee, oder? Den Staubsauger. Auf den ersten Blick immer. Ja, alle Fische verkaufen, aber das ist eigentlich doof. Aber was soll ich mit denen? Ich meine, ich brauche die ersten gar nicht mehr, oder? Ich pack sie bei mir in den Laden. Nutze alle als Zutat. Das neue Maximum. Fünf Maximum. Wie so sinnlos. Kriegt halt nicht so viel Geld, außer ich habe die Fische, die natürlich besser sind. Hä, warum kann ich da... Achso, die hat verschiedene Punkte. Na gut. So.
die sich vertragen, finde ich auch ein bisschen komisch, ne? Ja, ich verkaufe lieber die schlechteren jetzt. Habe ich nämlich eben gar nicht gesehen. Ich brauche hochwertige Fische, ja. Bitte. So. Und jetzt soll ich mir erstmal die verbesserte Sonde, dann kann ich nämlich alles wunderbar hochqualitativ mäßiger abholen lassen. Oh, guckst du, was haben wir Neues? Super aus Segel, aber so groß wie... Hier, ich will das nicht essen. Ein Unkraut. Was? Dienstag, aber das habe ich ja schon weggemacht. So, iDiver. Hier, Bergungsdrohne. Zwei Versuche. 12.800. Spar mir auf die nächste Frachtkiste. Der Sauerstoff ist nicht das Problem. Nee, ich habe ja... Ah, komm. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen hier mal Schluss für den Part. Der wird ein bisschen kürzer, aber es ist für mich auch mal ein bisschen entspannter. Nicht immer dann so Überlänge. Ist etwas doof. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Wir sehen uns dann zu Dave the Diver. Tschüss, macht's gut.